Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Wir haben im letzten Part die Mühle wieder in Gang gesetzt und haben somit wieder klares Wasser in Niven. Und jetzt können wir zum... Okay, wow, das war eine super Idee. Können wir zurück zu Quollok gehen und... Oh, fuck. Okay, interesting. Wie komme ich da nochmal hoch? Warte mal. Ich will zu diesem Lichtding da oben, ne? Das... Ah, so, ja. Reicht. Perfekt. Zack. Hammer. Wunderbar. So, denn wir haben mittlerweile wieder eine neue Fähigkeiten und so weiter. Mit denen können wir jetzt bestimmt wieder einiges sammeln, was wir vorher nicht sammeln konnten. Wobei, das hätte ich eigentlich schon vorher sammeln können müssen, eigentlich. Aber hey. Goddammit. Verrecke in der Hölle. So, und du sowieso auch. Au. Drecksau. Uah! Oh ja, stimmt, wir haben den ja. Bam! Yes, ich liebe diesen Hammer. Ich liebe ihn so sehr. Okay, da oben waren wir schon. Das heißt, hier dürfte eigentlich sonst nichts mehr rumfliegen. Da unten fliegt noch irgendwas rum. Ich glaube, das können wir wahrscheinlich immer noch nicht holen. Ach, wir haben ja auch noch den dritten Sprung. Stimmt, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Ah, entspannt. So, waren wir dann in der Mitte schon? Nein, aber da geht es ziemlich sicher irgendwo hin. Warte mal. Zack. Ah, dort. Oh, doch, da waren wir schon. Da waren wir sogar schon. Krass. Okay. Hatte ich jetzt gar nicht so gedacht. Nein. Oh, okay. Soll ich hoch oder runter? Ich weiß es nicht mehr. Fuck, ich muss runter. Natürlich. War doch klar. Also, wie gesagt, wir wollen zu Quollok und wollen ihm berichten, dass alles wieder in Ordnung ist. Stiller Wald. Ach, guck, den sollten wir kartografieren für Lupo. Damit. Ja, damit er eine Karte davon hat. Wer hätte es gedacht? Gut, dass wir jetzt also in die Richtung gehen, da müssen wir eh noch hin. Das ist doch schön. So. Na, Kollege, was geht? Willkommen zurück. Die Moki erzählten mir, du hast das klare Wasser dazu gebracht, erneut zu fließen. Ja, ich habe den Wischmopp beseitigt. Der Gestank, der einst über dem Brunnenquell schwebt, ist fort. Unser Sumpfland steht in deiner Schuld. Der Weg östlich des stillen Waldes ist nun offen, doch gib Acht. Dort lebt sie, die von den Moki Schriek genannt wird. Ihr Herz ist zu Stein erstarrt, ihr Schrei bedeutet Leid. Ich bete, dass du deinen Freund findest, bevor sie es tut. Das tue ich auch! Alter, gefallene Freundin heißt die Mission, heilige Scheiße! Ich meine, ja, natürlich ist es theoretisch richtig, sie ist ja runtergefallen, aber könnt ihr bitte aufhören, das so klingen zu lassen, als wäre sie tot? Das wäre voll hilfreich, danke. So, für die Motivation und so wäre das voll cool. Alter Vater, okay, so. Jetzt können wir hier abtauchen, ne? Diesmal kriege ich dafür nicht aufs Maul. Oh, fuck! Habe ich den... Ne, den Hammer habe ich unter Wasser auch nicht. Okay, okay, Kollege. Chill mal bitte. Ah, ein bisschen Gräulig Erste. Das ist gut, davon können wir noch eine Menge gebrauchen, um noch ein paar Häuser und sowas zu bauen, ne? Ja, Kollege, du bist aber hart im Weg gerade. Oh, wow, 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 wow. Ist hier links auch noch irgendwas? Stimmt. Oh, mir geht doch die Luft aus, glaube ich. Ey, das ist nicht gut. Und du bist da auch richtig scheiße im Weg gerade, Kollege. Ey, das ist nicht gut. Fuck. Leider stirbt man dann auch direkt instant und hat keine Chance, irgendwie noch sein Leben einzusetzen, sozusagen, ne? Das ist immer ein bisschen doof. Wurde es jetzt gespeichert, Scorlegerz? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nee, wurde es nicht. Okay. Aber da links war noch irgendwas, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr was, irgendwas habe ich da gerade gesehen. Ich glaube, es war Geisterlicht oder so wahrscheinlich. Ja, ihr seid aber auch alle hart im Weg, ey, ganz ehrlich. Da gehe ich jetzt gerade nochmal hin, das heißt, ich tauche einfach nochmal kurz auf. Oh, das sieht wieder so schön aus, ne? Hol nochmal kurz Luft und dann chillen wir uns darüber. Ach, shit, nee, da unten war das Geisterlicht, hier oben war irgendwas anderes. Aber kann sagen, kann nicht sein, dass hier nichts ist. Das wäre echt ein bisschen lächerlich gewesen. Oh, shit, aber da komme ich noch nicht hin, oder was? Ernsthaft? Ach, komm schon. Jetzt, ja, come on, jetzt bin ich extra hier. Ha, lol, ich glaube, ich habe gecheatet. Ich glaube nicht, dass es so funktionieren sollte. Aber, ey, da war irgendein Vorsprung, also kann man sich doch festhalten. Also, Pech gehabt. Selber Schuld, Entwickler. So, ich habe einfach nur die Fähigkeiten genutzt, die mir zur Verfügung standen. Ich würde sagen, passt. So, jetzt nehmen wir doch das Geisterlicht da unten mit. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Q, bevor Schriek sie findet. Ich finde ja, Schriek sieht verdächtig aus wie Qs Mutter. Aber das kann eigentlich nicht sein.
Wer weiß. Na, es ist bestimmt irgendwas anderes, aber der Gegner ist halt wieder eine Eule, also was soll's. Oder irgendwas ähnliches. Die Mühle ist wieder in Betrieb. Das Wasser fließt sauber. Quietschende Mühle. Rauschendes Wasser. Jetzt können wir fischen. Jetzt können wir schwimmen. Da siehst du, die Moki freuen sich. Das ist doch schön. Das ist schon wirklich so Katzenviecher irgendwie, ne? So, fressen Fisch und so. Warum fressen Katzen eigentlich Fisch? Fressen Katzen eigentlich Fisch? Katzen fressen Mäuse. So. Wie komme ich jetzt gerade auf die, dass Katzen Fisch fressen? Tun sie aber, oder? Wow! Du bist mir unsympathisch. Geh weg. Du warst nicht eingeladen. Nee, im Ernst, Leute? Fressen Katzen Fisch? Doch, natürlich fressen Katzen Fisch, oder? Aber eigentlich, Katzen mögen ja kein Wasser. Warum fressen Katzen dann Fisch? Kollege, schnell, ich sauf gleich. Ist das dein Ernst? Mach hinne! Fuck! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Och, come on! Nur weil der Arsch nicht richtig zielen kann. Ey, dieses Spiel kann irgendwie nicht zielen. Das ist so schlimm. Die sind alle zu blöd zum Zielen. Gott, Dinge, die Idee um. So. Egal, warte, was ist hier oben? Shit, diesmal komme ich da wirklich nicht hin, weil hier sind so viele Dornen, da kann ich auch nicht mehr tricksen. Das kannst du knicken. Bruder? Bruder, geh doch weg! Mann, mach einfach deinen Job, mach diese scheiß Tür hier auf und dann geh mir nicht auf den Sack. Dankeschön. Alter Schwede. Das Vieh macht sich aber unbeliebt. Warte mal, ist da oben was drin? Au! Oh. Ne, das ist nichts, okay. Luft. Danke. Ah, ich wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt hier weiter, aber ja. Oh, knapp. Oh. Oh, oh, scheiße. Jetzt kein lautes Geräusch. Zum Teufel ist das denn? Vorsicht, Ori, dieser Wald ist uns nicht wohlgesinnt. Er gehört jetzt ihr. Hat die irgendwie riesige Beine an ihren Flügeln und läuft damit und irgendwie ihre Krallen fliegen in der Luft und hä? Was ist das? Stille Wälder. Ist das hier ein Baum oder? Das sind Moki. Oh mein Gott, das sind tote Moki. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, den Scheiß da unten wollen wir auch nicht unbedingt reinfallen. Kann ich da dran springen? Nein, kann ich nicht. Ich wollte es nur ausprobiert haben. Heilige Scheiße, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja. Apropos nicht gut. Hä, aber wie kann ich dann... Hä? Ich muss da drum rumspringen, aber das kann ich eigentlich überhaupt nicht schaffen. Oder warte, kann ich... Oh, lol. Wird einmal überhaupt nicht erklärt, ne? Wird einfach wieder erwartet, dass man es rausfindet. Finde ich eigentlich cool. Krass. Ach, du Scheiße. Was geht denn hier ab, ey? Okay, so, warten wir auf die nächste Blase. Boah, hier ist der dritte Sprung aber auch Gold wert, ne? Der wird mir hier, glaube ich, mega auf den Arsch retten. Alter Vater. Warte mal, ist da oben noch was? Locker, oder? Warum hältst du dich nicht fest? Okay. Ach, wow. Ja, natürlich ist da oben was. Da geht es wahrscheinlich sogar weiter. Ja, Moment, was ist dann da unten rechts? Hä? Nee, hier geht's weiter, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich schaue jetzt erstmal nach hier oben links. Weil das mir nach einem Secret aussieht, aber vielleicht geht's hier auch weiter. Nee, nee, geht's nicht. Rechts geht's weiter. Okay. Hier ist wieder ein bisschen mehr Licht. Was bist du denn? Key. Oh, Lichtträger. Deinesgleichen ist nicht willkommen in meinem Garten. Als die Bäume dich am meisten brauchten, ja, da warst du weg. Sieh doch nur, mein Garten ist praktisch tot. Kalter Stein, rauer Staub. Nur ein Baum hart noch aus. Ah, sie selbst ist nicht unversehrt. Verlasse diesen sterbenden Ort, ja, wie es deinesgleichen bereits getan hat.
Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen. Trage ihre vergifteten Astlichtträger. Finde einen Naturheiler. Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat. Was ist denn bei dem Kerl los? Toter Ast. Okay. Die Baumwächterin. Mhm. Ja, gut aus sieht der Baum jedenfalls nicht, ne? Also das können wir schon mal festhalten. Aber wo soll ich jetzt diesen blöden Ast hintragen? Und wo führt mich das hier eigentlich hin? Will ich da runter? Oh, nein, will ich nicht, weil ich will nach da links, weil das Gorlek-Erz. Okay, Achtung. 1, 2, 3! Nein, das reicht nicht. Ah, fuck. Ja gut, dann geben wir mal ein bisschen Stoff, holy fuck. Ah, man hätte das eigentlich schon mit dem Blasen viel früher rausfinden sollen, glaube ich, bei dem ersten Sprung. Da habe ich es nur nicht gebraucht. Oh, fuck. Oh, lol. Ja, Junge! Ori ist halt schon so ein Spiel, ne? Von dem sind Speedruns bestimmt mega impressive. So, hier sollte ich jetzt nicht mehr durch Speedrunnen. Hallo, kommt da mal eine Blase? Danke für gar nichts. Denn, warte mal, ich kann auch einfach cheaten. So, leck mich. Was ist da oben? Gar nichts. Okay. Na gut. Ja genau, was ich sagen wollte, von dem Spiel sind Speedruns bestimmt mega impressive. Weil es halt so viele Fähigkeiten gibt, mit denen man so richtig abgehen kann. Ah, Schlüsselsteine brauchen wir, okay. Ich sehe schon. Nein! Hoho. Okay. Ja, der Dreiersprung war eine super Investition. Der macht es uns bedeutend leichter. Oh. Denn ansonsten hätten wir hier schon einige Probleme gehabt, glaube ich. Wie viele brauche ich? 2. Na gut, der zweite ist wahrscheinlich hier oben. Ja, gar kein Problem. Oh, da oben ist Geisterlicht, hä? Och, kacke, ich bin nach links gegangen und ich hätte nach rechts gehen müssen, ernsthaft? Oh, man. Also gut, dann nochmal nach links. Ich möchte das Geisterlicht da oben noch kurz mitnehmen. Sorry, Leute. Oh! Warte mal, brauche ich gar nicht. Machen wir es so. Warte, wo war das? Hä? Ach so, noch weiter links. Ja, stimmt. So, sollte ja eigentlich relativ schnell gehen, ne? Eigentlich einfach nur hier. Ja, wie bin ich denn? Ach, warum bin ich da nicht auf die Idee gekommen, da rüber zu gucken? Das ist eigentlich echt nicht so versteckt. Oh! Okay, hier ist es sogar sehr gut, dass ich hierher gekommen bin. Denn hier ist ein Geisterportal noch zusätzlich. Perfekt. Ja, das hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Auf jeden Fall. So. Zack. Nein! Okay. Es ist halt so cool, dass wir in der Luft so verdammt... Fuck. So verdammt wendig sind. Wir können so zwischendurch immer noch hin und her entscheiden, wo wir lang wollen und so. Upsala. So, man kann eigentlich alles noch... Nein! Oh, okay. Gar kein Problem. Zack. Eigentlich kann man alles noch verhindern, so wenn man noch irgendeine Zeit hat zu reagieren, dann kann man noch auch irgendwie was machen. Das ist sau cool, weil manchmal kann man ja ein Spiel noch reagieren. So, man drückt zwar noch irgendwas, aber man weiß genau, so man hat keine Fähigkeit, die einem da jetzt noch helfen könnte. Und in Ori hat man eigentlich immer irgendeine Fähigkeit, die einem noch hilft. So, man hat entweder noch einen dritten Sprung in Reserve oder man hat diesen Boost oder man hat diesen hier, ne, den da, mit dem man sich so an Gegner und sowas festhalten kann. Das ist einfach. Still lag der Wald wie Asche und Knochen. Alter, ist das sad. Hör ich da Kuh rufen? Hier war Kuh auf jeden Fall vor ein, zwei Parts. Oh komm schon, sei noch hier in der Nähe. Doch, das ist sie doch. Ja! Oh nein. Scheiße. Nein, nicht rennen. Okay. Oh, hoffentlich sieht das Vieh unser Licht nicht. Oh nein. Fuck. Es sieht's nicht. Yes.
aber du kannst doch nicht mehr fliegen. Es war Zeit, heimzukehren. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nicht so einfach werden. Hä, aber wir können doch nicht aber wir können gleiten, stimmt. Wir können zwar nicht fliegen, aber wir können ja gleiten. Richtig. Unser Angriff haben wir jetzt... Wir haben so einen Flügelluftschlag! Wie cool ist das denn? Stimmt, da unten sitzt ja auch aufgelistet. Und Ori kann trotzdem den Bogen noch verwenden. Ey, krass! Das ist mega cool. Aber wir müssen auf jeden Fall aus diesem Wald hier raus. Mein Windschutzzeug. Oh, ja. Ja, Aufwind, natürlich. Ey, wie cool. Oh, wait a minute. Da rechts möchte ich kurz hin. Jawohl. Oh, da ist ein Kartenstein, hä? Wait a fucking minute. Hä? Warte mal, wie komme ich denn da bitte hin? Ach, ich kann zweimal schlagen. Ach was. Warum das denn? Ging das beim ersten Mal, wo wir so geflogen sind, auch? Im ersten Part? Nee, oder? Okay, warte mal. Ich nehme an, das da können wir nicht mehr nutzen. Nee, können wir auch nicht. Ah, das war schlecht. Ja, das war schlecht. Ah, dammit. Das ist nicht so einfach, aber ich glaube, das ist was Wichtiges da oben, oder? Also ich dachte im ersten Moment, dass es ein Schlüsselstein ist. Aber den würden wir dir für was weiterkommen brauchen. Das kann eigentlich nicht sein. So, jetzt. Nein! Doch, das ist ein Schlüsselstein. Ja, Lego mio. Okay. Oh, ich glaube, man sollte wahrscheinlich eigentlich von da oben kommen. Egal, jetzt habe ich ihn. Haben wir jetzt halt noch ein bisschen genutzt, mit Kuh und Ori durch die Gegend zu fliegen. Ist doch schön. Oh, was bist du denn? Alter! Igitt! Warte mal. Bam! Oh ne, verfehlt. Yo! Awesome! Wir können einfach wegballern. Warum sind hier überall diese Dinger, wo sich Ori dann festhalten kann? Wir können doch Ori hier gar nicht alleine steuern. Das macht mir irgendwie Angst. Ich habe das Gefühl, wir verlieren gleich Kuh wieder. Ach du Scheiße, was bist du? Sie hütete die Stille. Noch ein Schlüsselstein, sag mal. Die sind aber alle so, dass sie irgendwie eigentlich nicht nicht gebraucht werden können. Die scheinen alle sehr optional. Mega seltsam. Nicht du schon wieder. Jawohl. Ah, wir können den gegen die Wand boxen wahrscheinlich, oder? Dann geht er kaputt. Oh, ja, okay, oder so. Ich würde gerne mal landen. Ich habe gerade zwei Flügelschläge verbraucht, jawohl. Oh, was ist das denn? Warte mal, kann ich das wegmachen? Nee, kann ich nicht. Toll, hier fliegt eine Mücke vor meiner Nase rum und ich kann sie nicht erschlagen. Danke dafür. Verpiss dich mal, Kollege. Ach, da unten! Hä, hey, shit, aber mir fehlt nur ein Schlüsselstein. Oh, als ob die echt nicht optional sind. Wie krass. Ah, warte mal, da unten rechts. Ah, ne, von da kam ich ja. Ah, unten links vielleicht. Ah, ne, da war ich auch schon. Oh, Brudi, komm mal runter, komm mal runter. Nein, ich wollte mich umdrehen. Oh, dammit. Oder warte. Geht es auch so vielleicht? Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir auch noch den Bogen haben. Stimmt, warte mal. Dann muss ich mal ganz kurz... Den Scheiß da zerstören. Okay. Alles klar. Aber eine Sache möchte ich trotzdem noch machen. Und zwar. Bruder, komm mal her. Und zwar möchte ich gucken, was hier so drin ist. Weil da kann man bestimmt. Genau. Den Kerl dagegen boxen. Nein! Oh, der Wind ist hier weg. Shit. Okay. Das ist irgendeine Art von Nebenweg. Aber wo führt der uns hin? Oh nein! Ernsthaft? Das ist der... Scheiße! Gut, Leute, so hätte man an diesen Schlüsselstein rankommen sollen. Leider bin ich einfach zu gut für dieses Spiel, deswegen habe ich den halt schon. Dumm gelaufen, ne? Ja. Gut, alles klar. Schön, dass wir das geklärt haben, dann kann ich ja jetzt fertig machen. So. Ah, die sind voll süß zusammen, die beiden. Können wir einfach hier das Spiel beenden, so zack, fertig. Alle wieder glücklich und zufrieden? Nee, stimmt gar nicht. Wir müssen noch unsere Familie finden. Das geht nicht.
Wir müssen auf jeden Fall noch unsere Familie finden. Hui. Oh, war das so eine gute Idee? Scheiße, sie hat es gehört. Stimmt, sie hütet die Stille. Oh nein. Oh, da ist Key wieder. Ah nee, das ist ein Key. Nicht die Key, sondern ein Key. Okay. Die Stille, ja, sie hat über dich geflüstert. Ah, wie mutig, sie unbefangen durch ihre Wälder zu streifen. Hast du die Steine gesehen? Kalte Statuen vergangener Reisender. Sie stehen als Beweis, ja, für ihre Tapferkeit. Okay. Ha. Interesting. Ich gebe übrigens dem Charakter jedes Mal eine neue Stimme. Ich weiß es so, ich kann mir nie merken, was ich denen für eine Stimme gegeben habe. Und ich kann auch nicht so viele verschiedene Stimmen irgendwie... Au! Ich wollte wissen, was da ist. Machen, von daher, ja. Ne? Ist es immer wieder eine und dieselbe Variation irgendwie. Bruder, verpiss dich. Und es hat jedes Mal irgendwie, haben die unterschiedliche Stimmen, aber was soll's. Sind ja auch vielleicht immer wieder andere... Fuck. Kollege, kannst du mal wiederkommen? Ich hab's mir anders überlegt. Komm doch mal wieder. Dankeschön. Oh, der darf jetzt hier nicht gegen die Stacheln, ne? Schwierig. Nein! Oh! Na gut, besser ich als er. Ja, perfekt. Nice. Oh, knapp. Warte. Ich würde gerne ein bisschen... So. Was ist da oben? Oha. Oha. Okay, wait a minute. Das muss ich jetzt ganz gut koordinieren. Eins. Passt. Okay. Cool, Gerz. Wunderbar. Damit können wir arbeiten. Wir brauchen aber noch eine Menge. Ich glaube, 6 Stück oder so brauchen wir. Von daher, naja. Da ist nichts. Okay. Und die Stille wurde gewahrt. Hey, das scheint irgendjemand von Howls Art zu sein. Aber ein kleiner irgendwie. Howl war größer. Ha. Sind das wirklich alles versteinerte Lebewesen oder sind das einfach nur Statuen, die noch nie gelebt haben? Oh fuck, oh mein fuck, oh mein fuck! Ja. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil wenn das echt alles mal also echt mal lebendige Lebewesen waren, dann ist das einfach nur krass, was hier passiert. Und dann ist halt auch einfach schräg, nur scheiße gefährlich. Hä? Oh, okay. Au! Nein! Oh. Nein! Pass mal ein bisschen auf dein Leben auf, Alter. Achso, fuck, ich habe ja noch den, da stimmt. Ich hab's vergessen. Arg! Beim nächsten bin ich halt tot, ne? Oh nein, ich kann die Leben nicht wait a minute. Ich kann die Leben nicht regenerieren, während ich auf Q sitze. Oh nein. Oh. Eine Herausforderung, allerdings müssen wir die erst freischalten. Oh oh. Sind das nicht sogar ihre eigene Art? Das sieht irgendwie so aus. Echt seltsam. Ah, da oben geht's hin, aber nur wenn wir mit Uri alleine sind. Es gibt mir K. Sie läuft immer noch so ein bisschen weiter, wenn man abbremst. Interessant. Das gibt mir kein gutes Gefühl, dass hier überall was für Uri alleine ist. Echt nicht. Überhaupt nicht. Ah, okay. Cool. Und der Vollmond im Hintergrund. Chance verpasst, da hätte ich jetzt so einen Wolf hingemacht. Oh oh, was? Was höre ich da? Die Feder! Oder eine Feder jedenfalls. Der Weg heim, so nah und doch so fern. Oh mein Gott, wir müssen an diesem Viech vorbei. Was frisst es da? Ah, ich will es gar nicht so genau wissen. Vielleicht sollte man doch schon fast die Frage stellen, wen frisst es da? Oh, da dürfen wir wahrscheinlich nicht gegenstoßen, weil es könnte Lärm machen. Oh nein! Du hast nichts gesehen. Oh, das war keine gute Idee! Das war keine gute Idee. Bin
bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt rüber möchte, weil das ein ziemlich großes Loch ist. Nein, 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 sie hat uns gesehen. Oder es, oder was auch immer das eigentlich ist. Scheiße, jetzt weiß ich, dass wir hier sind. Oh nein. Geisterportal. Okay. Boah, war das auch eine schöne Animation. Also ich meine, das ganze Spiel hat schöne Animationen, so ist es ja nicht, ne? Aber... Das war sau close. Okay, warte, soll ich nach links oder soll ich nach rechts? Okay, ich soll bestimmt nach... Ja, rechts ist Zusatz, glaube ich. Nee, wobei, rechts speichert. Vielleicht ist links Zusatz. Oh Mann. Oh, hier sind wir ziemlich offen, das ist gefährlich. Hä? Warum kann ich hier überhaupt hin? Da ist ja nichts. Oder kann ich? Nee. Nee, kann ich nicht. Okay, ich habe überlegt, ob ich da drüber kann, aber... Ist nicht drin, ne? Dann weiß ich nicht, warum wir da hin können. Aua, bin ich also doch noch endlich dagegen gelaufen. Oh, sind wir in der Höhle drin? Das ist vielleicht ganz gut, weil da kann sie nicht rein, aber nein, sind wir nicht. Das erinnert irgendwie an das Finale von Ori 1 hier. Oh nein. Oh nein. Weil, ich meine, wegen den abgebrannten Bäumen hier oder den toten Bäumen der großen Fläche. Das ist sehr Ori 1 mäßig. Oh nein. Nein, Kuh. Oh nein. Fuck. Als ob. Oh mein Gott, wir müssen da wieder hoch. Ich kann nicht springen, warum? Hä, ich kann gar nichts machen. Warum? Was ist denn jetzt los? Oh nein. Ah, jetzt kann ich wieder springen. Aber alle anderen Moves kann ich nicht machen. Ah, nee, klettern kann ich auch nicht. Oh nein. Ich frage mich, ob man sich da hochtricksen kann. Das wäre schon lustig, ne? Nee, es geht nicht. Ist alles tot hier. Alles tot und ohne Licht. Ori ist ja ein Wesen des Lichts. War unser Eins irgendwann mal hier in diesem Wald vertreten? Weil ja auch diese eine hier, Ki oder wie sie hieß, hat ja auch die Wesen des Lichts angesprochen, die sie im Stich gelassen hätten. Nein. Nein, was? Mach keinen Scheiß. Das darf doch nicht wahr sein. Nein! For real jetzt?
Das Licht, das uns Quarlock mitgegeben hat. Es belebt den Wald wieder. Siehst du, es doch in etwa das, was ich gerade gefragt habe. So war hier mal, waren hier mal Wesen des Lichts und hat dieser Wald mal so gelebt aufgrund dessen. Und ist er jetzt tot, weil diese Wesen des Lichts nicht mehr da sind? Kann sie dann auch Kuh wiederbeleben? Komm schon. Wie jetzt? Hä? Was? Was soll ich mit ein paar Blumen? Willst du mich verarschen? Was soll ich mit ein paar Blumen? Das kann nicht wahr sein. Ich raste komplett aus. Ja, Leute, ich kann nicht mal sagen, wenn es euch gefallen hat, weil sowas kann doch keinem Menschen gefallen, ey. Was ist eigentlich los? Lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Abonniert, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.